So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Scheiß Kabel. Dieses Kabel nervt. Vor allem da unten, weil sich das bei mir immer im Stuhl verheddert. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja. Neuer PC, neue Möglichkeiten. Habe ich mich mal ein bisschen durchprobiert. Und ich würde gerne weitermachen. Folgendes, ich muss eine Sache ankündigen dazu. Leider sind mir wir sind schon hier. Das bedeutet, wir haben das ganze Banditenlager fertig gemacht. Ich versuche euch eine kleine Zusammenfassung zu geben. Das Problem lag daran, ich hatte Part 54, 55, 56, 57 aufgenommen. Und diese Parts sind mir komplett verloren gegangen. Also wirklich komplett. Das bedeutet, die ersten Schritte im Sumpf sind verloren gegangen. Bei dem PC neu aufsetzen. Dann ist mir das verloren gegangen, wo wir undercover bei den Banditen gewesen sind. Jo. Das bedeutet, wir haben den Sumpf erkundet, haben da einiges gemacht, haben da den ein oder anderen Mörderklatscher fertig gemacht. Wir sind jetzt hier in der Torwache. Und ja, da gibt es ein kleines Problem. Hier mit der Torwache haben alles fertig gemacht, alles super. War soweit alles wunderbar. Jo. Als wir hier reingekommen sind, mussten wir ein bisschen was hin und her machen und haben den einen oder anderen umgeknüppelt, dem einen oder anderen geholfen. Dann mussten wir eine kleine Verschwörung irgendwie erst verhindern und dann selbst durchführen. So, dass wir reingekommen sind. Dann haben wir Torus getroffen, der hier noch steht. Hier, Torus, der alte Junge. Dann mussten wir Bloodwin irgendwie umknüppeln, hier in der Mine drin. Da waren ein paar Minecrawler und allem drum und dran. Dann haben wir ein paar Sklaven befreit. Und das war, ja, haben relativ viel Gold, weil ich in der Mine natürlich geschürft habe wie ein Bekloppter. Und diese ganzen Goldklumpen habe ich dann bei diesem Schmied eingetauscht. Der Schmied hat mir dann 10 Goldmünzen gegeben pro... Na, wie heißt's? Pro Goldbarren, davon hat mir knapp 1000. Ne, nicht ganz 1000, aber davon hat mir, glaube ich, knapp 50 oder so. So was in der Dreh. Und. Nee, 200 oder 300. Irgendwas in der Dreh rum. Und das war richtig viel. Dann haben wir hier Raven getroffen, der ist in den Tempel reingegangen, hat die Tür zugemacht. Dann mussten wir einen Geist beschwören, die ganzen Fragen über das Tal beantworten und der hat uns da die Losung gesagt. Und jetzt gehen wir in den Tempel Adanos. So, der ist mit ganz vielen Fallen versehen. Ich hoffe, dass wir die nicht bekommen haben. Jo. Folgendes. Hier oben, diese Dinger kommen runter, sobald wir was Falsches drücken. Deswegen speichere ich hier in jeder Kamera ganz oft ab. Wir haben die auch irgendwie gesagt bekommen. Aber nicht so richtig. Ich glaube, das war hier. Nope. Okay, das war das Falsche. Ja, das ärgert mich wirklich sehr.
weil da war wirklich sehr viel Videomaterial dabei, gerade für Premieren. Die waren teilweise bis zu einer Stunde lang. Und wenn dann einfach mal 4 Videos fehlen und dann das halt schon knapp 3 Stunden sind. Okay, Menschen. Menschen hat schon mal gestimmt. Da muss ich mir irgendwo Notizen machen. Wo nehme ich denn das? Vampire Storm Liste. Pokémon Smaragd Liste. Das ist sogar alles oben, muss ich mal durchstreichen. Oh. Entschuldigung. Das war mein Wecker. Ich habe mir heute Wecker gestellt, weil ich noch mal ein bisschen aufnehmen wollte und habe dann gemerkt, jo. Und bin mal wieder vor dem Wecker wach geworden. Wo? Hier habe ich doch noch Papier. Ja, hier. Gut. Dann muss ich mir mal aufschreiben hier. Schön mit dem Füller. Okay, wir brauchen Menschen. Stacheln. Und Sonne. Ja, es hat geklappt. Super. Irgendwie läuft der Füller mir zu sehr aus. Oder ich muss den mal sauber machen, weil ich kriege immer hier so einen kleinen schwarzen Punkt auf dem Finger, weil ich mit schwarzer Tinte mit dem schreibe. Naja, besser als eine komplett dunkle Hand, wenn ich mit Kugelschreiber schreibe. So, die zweite Kammer. So, erstmal gibt es hier ganz viele von diesen Steinwächtern. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Gut. Ja, die werden automatisch irgendwann aggro auf uns. Na, das sieht dann schon ganz anders aus. Rostiges Schwert. What? Na, irgendwie, weil ich weiter weg vom Mikrofon bin, ich da ein bisschen was umgestellt, muss ich das ein bisschen lauter schalten. So, das sieht aber jetzt schon mal ganz gut aus. Oder? Naja, fast. Ein bisschen höher noch. So. Ja, jetzt. Ich habe... Jetzt muss ich mir erstmal... Oh, ein Dunkelpilz. Und ein Butlerfleisch. Muss ich mir erstmal notieren, was für Gänge das sind. Das sind 5. Die haben 3 Ecke als Augen. Deswegen speichere ich hier mal. Und zwar gibt es hier nämlich... Diese Gänge kannst du durchgehen. Aber wenn es nicht der richtige ist...
speichere ich mal, weil sich hier bis jetzt noch nichts bewegt hat. Oh, das war genau der Richtige. Super. Ich will aber trotzdem mal gucken, ob man bei dem anderen vielleicht noch was holen kann. Da will ich aber auch nicht zu lange laufen. Ja, so läuft das nämlich, wenn man den Falschen wählt. Das wollte ich euch mal zeigen. Beziehungsweise ich wollte auch mal gucken, ob da irgendwas zu holen ist. Ich weiß nur nicht, wann die anfangen zu triggern. Gut, da hört man es schon. Nee, nicht speichern auf keinen Fall. So. Jetzt die letzten beiden. Ich glaube aber, da ist nichts zu holen. Das wäre ja dämlich. Sieht eigentlich komisch aus. So, als könnten wir es überleben. Muss aber nichts heißen, weil es kann ja auch buggy sein. Jo, jetzt übertreibt man nicht. Das Bild ist auch ein bisschen heller, dass man was sieht. Okay, wir haben jetzt alles mal durchgeguckt. Da gibt es auch nichts zu holen. Wäre auch dämlich, wenn da irgendwie was zum Teasern drin wäre. Hier irgendein Pilz oder so. Gut. Dann haben wir diese Kammer erledigt. So, hier wird es auch ziemlich dunkel. Das Rätsel geht aber noch, finde ich. Und zwar müssen wir da eigentlich nur... Ah, wir haben schon eine Lichtkrone, super. Licht anmachen. Und dann sieht man schon farbige Teile auf dem Boden. Die, die einen Weg ergeben, bleiben oben. Der Rest ist eine Falltür. Und ich glaube ganz rechts hier. Hier kommt dann nur noch so ein Teil. Also richtig gemein gemacht. Aber machbar. Also einfach hier dem roten Pfad folgen. Bei den Türen geht's einfach. Da geht nur die richtige auf. Die anderen sind halt zu. So, hier wird es ein bisschen tricky. Jeder Hebel betätigt die Rademis, du Drecksack. Wegen dir ist es doch. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch. Das tun sie.
Der Raven hat wahrscheinlich ein paar Banditen, wie man das gesehen hat. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quaodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge. Auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Hast du nicht. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Mach hinne. Super. Ja, hier sieht man auch, wie der Ding Raven das gemacht hat. Der hat einfach den Banditen hier rein. Oh, geschickt. Einhandkampf. Geil. Der hat einfach den Banditen hier hingeschickt. Dann ist das Ding aufgegangen. Und ja. Es hätten ruhig Dreier sein können. So, was haben wir denn hier? Das ist die Steintafel zur Beschwörung. Geschick. Und Einhandkampf. Mhm. Perfekt. Sieht auch ganz gut aus. Die greifen mich sowieso an. Ich musste eigentlich nur rüber und überleben. Also kann ich mir auch die Viecher hier mitnehmen. Was eigentlich dämlich ist, weil Adanos weiß doch, dass ich hier im Auftrag von seinen Leuten unterwegs bin. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Jo, wie gesagt, das Ding geht, glaube ich, auch wenn wir entweder alle besiegt haben oder automatisch. Ja, automatisch, okay. Ich werde aber trotzdem hier, wie gesagt, alles mitnehmen. Es sind ja immerhin wertvolle XP. Nicht plündern. So, nee, wollte ich nicht hin. Ich wollte gucken, ob ich mich so heile oder ob ich mal was spachtel. Ich glaube, das Essen und den ganzen Kram behalte ich mal, bis auf die Äpfel. Ja, von denen können wir noch ordentlich was spachteln. Pilze will eh keiner haben. 300 Dunkelpilze. 50 Dunkelpilze ergeben 5 Mana. Das bedeutet, bei knapp 300, das wären 6 mal 5, das wären 30 Mana. Wir sind jetzt schon bei 45. Haben wir noch Lernpunkte? 3 Stück. So, das wird ein schwieriger Kampf. Deswegen will ich mal was testen. Oh, wir haben ja schon genug. Okay. 20 sind immer noch Anfänger. Haben wir irgendeinen... Ja, den da möchte ich gerne haben, weil wenn der da hinten steht, Raven. Weil wenn der uns nämlich trifft, dann geht's aber abwärts. Der hat nämlich die Klinge Belias und die geht's nämlich hier die ganze Zeit. Und die macht ihren Besitzer halt böse. Und bis auf uns, weil wir hier als Hauptprotagonist natürlich ein erwählter Innos sind.
Kostet aber doch viel Lebensenergie. So, kommt gleich ein Dialog. Hey. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so geiles Schwert hat er auf dem Rücken. Werd ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Perfekt. Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Die macht richtig Damage. Hey, ich stehe direkt vor dem. Ja, deswegen habe ich die eingesetzt. Och nö. Der nimmt die. Der hat die Videosequenz nicht aufgenommen und die hat sich aufgehängt. Ach, schade. Ja, dem ist halt irgendwas aus der Brust raus gekommen. So, wir haben jetzt die Klinge Belias. Die können wir aber nicht benutzen. Vor allem müssen die... Ja. Müssen wir die erst nochmal besänftigen. Wir können jetzt entscheiden, was wir wollen. Das bedeutet, wir können die Klinge Saturas geben. Er schmeißt ins Meer, dann wird Xardas sauer. Oder wir benutzen die für uns. Das ist genau daran... kommt jetzt der entscheidende Knackpunkt, Fraktionswechsel. Und zwar hatte ich diese Klinge immer nur als Paladin. Als Paladin wird die nämlich zu einem Einhandschwert. Als Söldner wird die, glaube ich, zum Zweihandschwert, je nachdem, wie du trainiert bist. Und als Magier gibt es da so spezielle Runen. Die kann man immer wieder verbessern und die passt sich immer deinen Fähigkeiten an. Auch das Schwert, das wird halt auch immer mit dir stärker. Nur das Problem ist halt, es kann sein, dass da ordentlich... Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Ja. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Gut. Jetzt ziehe ich aber wieder meine Magierrobe an. Wir sind jetzt hier in dem Tal fertig. Ist natürlich sehr schade, dass ihr so wenig mitbekommen habt von dem Kram. Hey, du. Okay. Der kann mir nichts beibringen.
Ich will. Warum eigentlich nicht? Jetzt haben wir noch einen Lernpunkt. Zuppi. So, das kann weg. Zweimal rostiges Schwert kann weg. Das behalte ich nochmal. Geschicklichkeit 50 ist gar nicht mal so unüblich. Den Rest behalte ich erstmal. So, jetzt müssen wir mit Saturas sprechen. Wie lange nehme ich denn schon auf? 26 Minuten? Ja, das ist okay. Die Erdbeben haben yes! aufgehört. 1000 EP. Ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korinis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Er ist schon zu lange allein, ja, ich muss jetzt. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Ja, die richtige Maustaste drücken. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Mhm. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe... Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Was werdet ihr nun tun? Ich behalte die Waffe auf jeden Fall, die ist geil. Wir helfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seit... Was dich angeht, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch... Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebiet... Jetzt sind wir bei den Wassermagiern schon mal... Ardanos. Der Bewahrer, das ist schon mal ganz nice. So, ich will nochmal zu Greg und den Piraten und den Jungs sagen hier, dass ich einen Raven ordentlich eins auf die Ohren gekloppt habe. Und mich nochmal mit Lou's Hammer eindecken. Beziehungsweise mit dem schnellen Hering.
Und vor allem gibt es hier noch einen Schrein von Belia. Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Gut. Jo, warum nicht? Nochmal ein Tausender abgestaubt hier an XP. 500 Gold bekommen vom Kapitän Greg. Ist doch wunderbar. Oh, da lag noch was. Ein Goldbrocken. Haha. Den könnten wir eintauschen, aber dann müsste ich den ganzen Scheiß wieder auf mich nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Eigentlich bin ich auf Einhand, aber ich bin Magier. Das bedeutet, er gibt mir auch Runen. Genau, wir können jetzt entscheiden. Energie stehlen oder Wurzelschlingen. Ich probiere mal Wurzelschlingen. Kreis 1, Mana kosten 50, Dauer 20. Wie viel Mana kostet das? 50 Mana. Das kann ich ja noch nicht mal einsetzen. Oh. Ja, das ist sozusagen so Rankenzeug. Das bedeutet so viel wie Bewegungsunfähigkeit. Da können wir dann auf den anderen drauf knüppeln. Ja, das Einhand wäre mir echt lieber gewesen. Weil mit den Zaubern konnte ich noch nie viel anfangen. Das bedeutet, die Wahl eures Machmal-Magier, das macht nicht jeder. Hat mich kalt erwischt. So, wir gehen reich zurück. Sind mit den Werten sehr gut. Wir sind immer noch im Kapitel 1, darf man nicht bedenken, darf man nicht vergessen. Und jo. Hey, du. Ich will was sterben. Was darf's? Gib mir was von dem. Gib. Ich will mir nochmal. Gib. Gib. Was bei mir. Gucken, was sie sonst noch da hat. Ich war's da. Ich werde ungefähr. Gib mir was. 50 von diesen schnellen Heringen holen. Gib. Das ist nämlich fürs Minental ganz Gib. Gut. Gib. 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 Ja, ich weiß, das hört sich lustig an, aber anders da geht's leider nicht. Wie viel von den Dingern? Ja, 53, das ist super. Ich lass mich mal überlegen. Will ich noch ein bisschen was auf Stärke knüppeln? Wäre eigentlich möglich. Bevor ich jetzt hier den ganzen anderen Quatsch zu mir nehme. Auf der anderen Seite kann mir von denen keiner mehr Stärke beibringen. Ich weiß aber, wer mir unendlich Stärke beibringen kann. Das ist eine schlimme Sache. So. Die Rüstung zu Raven's Garde
Die hier. Ist auch ganz gut, wenn wir im Minental sind, weil wir da auch viel eher draußen rumlaufen mit Monstern. Müssen halt nur aufpassen, dass wir, wenn wir andere Menschen treffen, dass wir da nicht... Ich weiß ja, wo es ungefähr ist. Ob man nun von Orks umzingelt sind oder von Menschen. So. Ich will aber nochmal zum Sumpf. Hier irgendwo sind nämlich auch noch die Sklaven. Da hinten sind Banditen, das bedeutet... Na komm, ist egal. Ich glaube nicht, dass sie uns da was geben. Jo, das war... Schlüssel? Was denn für ein Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel. Ach, war das das hier? Hm. 37 Geschick. Ich brauche jemanden, der mir Taschendiebstahl beibringt. Gucken, kann ich mir Geschick irgendwie noch steigern? Aktuell nicht. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich möchte Taschendiebstahl erlernen. Dazu brauche ich aber eine gewisse Art Geschick. Und das ist jetzt die Frage... Wer mir das beibringen kann, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, ich weiß es. Jo, oh, hier regnet's. Naja, immerhin. So, wenn wir den Jungs jetzt erzählen, dass hier ein paar Leute wieder zurückgekommen sind, gibt es wieder ordentlich was abzustauben. Das wird noch viel schlimmer. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Der erzähle ich gar nicht, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Zeig mir das. Na, der hat nichts Besonderes. Harkon wird auch nichts Besonderes haben. Zeig, es ist... Es ist... Naja, Ehre, dass ich mir deine Waren angucke. Milizgürtel brauche ich ja nicht. Warte mal, was habe ich denn für einen Gürtel an? Gürtel des Schutzes. Zusammen mit Magierrobe. Wenn ich den aus... Warte mal, ich will mal was gucken. 67, 52, 23, 23. 70 ist schon mal besser. Du bist das ja gewohnt. Aber du hast auch nichts Interessantes für mich. Zeig. Auch nichts Interessantes. Hey. Was willst du denn? Ich hab nichts mehr geklaut. Lass mich nur. Ja, ist ja gut. Nochmal zu Lord André. Ich glaube, der kriegt noch ein bisschen. Wo fange ich an nach dem. Wenn ich das wüsste, ich kann dir nur so. Die Leute dort. Aber du bist von außerhalb. Du könntest. Ja, das ist ja jetzt egal. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Wie viele Leute hast du gefunden? Alle, die noch am Leben waren. Alle. Ich, das war eine große Tat. Wenigstens haben wir noch ordentlich Dingsbums bekommen. Ein paar ordentliche EP.
Und wenn wir Miliz gewesen wären, hätte er uns jetzt angeschissen. Ja, wo warst du? Du musst deine Verpflichtung nachgehen. Also ich habe einige retten können, alle, die noch am Leben waren. Und dann hätte er uns nochmal ein bisschen Gold geben können. ...werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. So, dann gehe ich zu Watras. Gib denen nochmal die Tafeln ab, die ich habe. Die Vermissten sind wieder zurück. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Aber drei Mana. Ist noch nicht mit Adanos. Super, ist egal. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits... Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Gut. Hier, nimm ein paar Spruchrollen als... Ah, okay. Manchmal gibt er mir auch Lernpunkte oder so ein Kram, aber Erfahrung ist auch in Ordnung. Ich will sicher. Einhand und Bogen, das ist zwar ganz nett, Kavalorn, aber brauche ich nicht, danke. Aber Adanos fürchtet, jo, 49 Mana, super. Das Tier auf das Land zurückkehren wird. Ich will jetzt nochmal runter zu Laris, der soll mir nochmal ein bisschen was beibringen. Du hast doch bestimmt, ich suche nach Äpfeln. Zeig mal. Gute Reise, ehrwürdiger Magier. Danke, Fenja. Glaubst du wirklich daran? Hey, du. Bring mir was bei. Meine Meinung kennst du schon. 42 Geschick. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß echt nicht, ob das reicht. Hey, du. Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Naja, du machst ja auch nichts Besonderes, also von daher. Das ist eine schlimme Sache. So, wir haben hier alles gemacht, was wir können. Müssen wir uns merken, dass wir noch Taschendiebstahl erlernen können, weil ich möchte nämlich dem hier noch was klauen. Wir müssen jetzt immer zurück zu Xardas. Zeig mir. Nee, du hast nix. Okay, wir haben immer noch genug Kohle. Bevor ich jetzt aber zu Bospa gehe und dem die ganzen Fälle gebe. Zeig, ich muss mich für. Ja, ja, bescheidene Auswahl. Alles gut, hast aber nichts Interessantes. Sorry, Bro. Ich will jetzt nochmal zu Saladin, mal gucken, ob der irgendwas Besonderes hat. Hast du noch irgendwas zu melden? Ich war bei Lord Hagen. Und? Doch. Das darf doch nicht! Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. So ein Spinner. Ich bin Magier, Mann. Ich bin der Chef jetzt. Sei mal ruhig. So ein Spinner. Geil. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaube da nicht. Hey. Zeig mir. Das ist ja schrecklich. Oh, ist natürlich ganz nett, aber so richtig hat er nichts mehr. Und das wird noch viel schlimmer. Der Lutero. So viele Händler gibt es hier leider gar nicht. Hey! Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude. Ja, ja. Ist natürlich ganz nice, ne? Oh, Snapperkraut. Ob ich das haben will, weiß ich nicht. Was ist das denn schon wieder her? Er redet
Ich habe ja noch eine Spruchrolle. Ich brauche ja eigentlich nur eine, um die Rune zu erschaffen. Die kriegen wir aber erst ganz, ganz verspätet. So, jetzt will ich schon mal zu dem Gärtner. Mal gucken, ob der Lord Hagen irgendwas zu sagen hat, wenn wir die ganzen Leute hier befreien können. Zeig mir das. Feuernessel, Feuerkraut, das nehme ich mal. Warum eigentlich nicht? Was habe ich denn noch? Ich habe Kronstöckel, 3 Stück, ne? Wir könnten da Feuer... Ja, das könnten wir machen. Oder Lebenstrank, aber Lebenstrank habe ich eigentlich mehr als genug. Nee, der hat uns nichts mehr zu sagen. Okay, dann ist das so. Jetzt gehen wir nochmal zu Xardas. Das war doch schon vorher klar. Der Pfad der Tugend ist lang. Ja, der Pfad der Tugend ist lang und steil. Das habe ich gewusst, doch. Ach ja. Weil du nichts zu sagen hast. Ich habe was anderes gehört. Oh. Jetzt gehen wir nochmal zu Xardas und zeigen dem, was wir gefunden haben. Feuerfall, können wir gucken, ob es hier irgendwelche Monster gibt. So, sind ja jetzt einige Tage vergangen. Da will ich ja jetzt nochmal zu Belial, zu Innos beten. Ja, Mana plus 1, super. So. Ab geht's zu Xardas, dem zeigen, um was es geht. Der kriegt dann große Augen. Und wir können dann... Der Typ wird sowieso sterben. Wenn wir aus dem Minental zurückkommen, werden hier überall Wagen rumlaufen und dann wird er nicht mehr in der Lage sein, mit dem was zu machen. Den haben wir aber schon umgeknüppelt. Bei Xardas können wir uns, glaube ich, hinlegen, wenn der Lester nicht da noch liegt. Der pennt, glaube ich, nur noch im ersten Kapitel. Lauf schneller! Ach, Lester. Hey, du! Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Und? Was hast du gefunden? Die ganze Sache dreht sich um ein mächtiges Artefakt. Die Klaue Belias. Die Klaue Belias? Wo ist sie jetzt? Trägst du sie bei dir? Ja, ich habe sie hier. Höchst interessant. Diese Waffe kann uns von großem Nutzen sein, aber sie ist auch äußerst gefährlich. Gib gut auf dich Acht und vor allem verliere sie nicht. Die gehe ich jetzt um den nächsten Händler verkaufen. Das wäre gemein. Was kann ich denn eigentlich brauen? Ich glaube, ich kann nur... Trank der Stärke. Mist. Gut. Lester. Verdammt. Was ist los? Raus aus meinem Bett. Das ist das Bett von Xardas, Alter. Oh, genial. Bist du... Und wie... Tage. Naja, dann lass mal schlafen.
So, jetzt können wir nämlich nochmal auf dem Rückweg bei der Innos-Statue beten. Ich denke mal, dann sind wir, bin ich aber auch so langsam bereit, ins Minental zu gehen. Aber vorher möchte ich halt nochmal ein bisschen Zeug loswerden. So, nochmal zu Innos-Statue beten. Vielleicht kriegen wir noch was. Wir haben gerade so viel Gold, da ist mir das eigentlich relativ egal. Aber mal ein Huni. Na, ah, wieder Mana plus 1. Super. Hallo, ich hab 51 Mana. Super duper. Gefällt mir ganz gut. Plus die 300 Pilze, das wären dann 6x5. 30, 80 Mana. Mm, 80, 83, 84 Mana. 88, 89 Mana. Plus die hier dann noch. Wir könnten noch ordentlich Mana kriegen. Warte mal, gibt es hier noch eine Quest? Ich meine, hier gibt es noch eine Quest. Ich meine nämlich, dass der Malet seinen Spazierstock verloren hat und deswegen sauer auf die Leute ist. Ich weiß allerdings nicht, ob das vor oder nach dem Minental ist. Also, ne, ist danach, sonst würde der hier irgendwo rumliegen. Wir brauchen mindestens 50 Geschick. Glaube ich. Die Probleme habe ich kommen sehen. So, was hat denn der Constantino noch? Der hat doch bestimmt auch noch was Interessantes. Zeig mir. Hellkraut, Feuernessel, ne, der hat auch nichts Interessantes. Ah, wir waren jetzt relativ lange weg. Das nehme ich mal mit. Ja, wir haben noch 1000 Gold. Das ist in Ordnung. Dafür sind wir sehr, sehr gut gerüstet jetzt. So, jetzt lass mich mal ganz kurz was überlegen. Ich gehe jetzt ins Kloster. Genau, so mache ich das. Ich gehe jetzt erstmal ins Kloster und werde dort mir ein paar Mana-Tränke brauen lassen. Da laufe ich aber direkt hin. Naja, ist ja gut. So, der Part geht auch nicht mehr lange. Der geht schon viel zu lange. Aber für eine Premiere ist es eigentlich ganz cool. Nur ein Stündchen.
Ja, im zweiten Kapitel gibt es minimaler Respawn von den ganzen Wegen. Hier waren wir schon. Ich wollte nur gucken, ob hier noch eine Ratte oder so drin ist. Aber dem scheint nicht der Fall zu sein. Gibt's hier irgendwas? Nee, da waren wir ja auch schon. Okay. Oh, der Trank der Geschwindigkeit hält doch gut lang. Im Kloster speichere ich dann mal. Und dann sind wir auch fertig für heute. Wollte ich ja. Ist das gebuggt? Normalerweise müsste das doch. Hält das nicht so lange? Hey, du! Na, super. Das bringt mir gar nichts. Na gut. Ich hätte gedacht, dass er mir was brauen kann. Diese speziellen Tränke. Ich bringe Nachricht von Lord Hagen. Er will Beweise für die Anwesenheit der Drachen und die Armee des Bösen. Also werde ich ins Minental gehen und ihm die Beweise bringen. Gut. Dann wirst du diesem Befehl folgen. Der Paladin Sergio soll dich bis zum Pass geleiten. Möge Innos dich schützen. Gut, Sergio wird mich zum Pass begleiten. Ich würde sagen, noch nicht. Machen wir später. Weil ich vorher nochmal meine Felle verkaufen will. Dann habe ich wieder ein bisschen Kohle. Das hätte ich dir vorher sagen können. Obwohl, ein Tausender. Fell eines Schattenläufers. Parkfell, Schafsfell. Wolfsfelle haben wir keine hier. Doch, doch, können wir machen. 50 goldenen Fisch. Jo. Ich speichere aber hier. Und dann mal gucken, was ich mache. Also vielleicht hebe ich mir den ganzen Scheiß auch mal auf. Gold haben wir genug. Jo. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Macht's gut und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Also, bis dahin. Ciao.